Der bekannte Bürgerdialog BBI 21 hatte am 8.3.2012 in das Bürgerhaus Dahlewitz geladen. Vertreten war auch das Bundesumweltamt. Thomas Mück ist Fachbereichsleiter Lärmschutz. Er fasst die Haltung seiner Behörde zum Flughafen Schönefeld zusammen. Der Standort Schönefeld ist aus unserer Sicht, aus Sicht der Umwelt, nicht geeignet. Es gibt aus unserer Sicht oder bessere Standorte, insbesondere Standorte, die in der Standortwahl deutlich vor dem Flughafen Schönefeld gewesen sind. Ich möchte hier als Beispiel den Standort Sperenberg nennen. Grundsätzlich ist allerdings so, dass diese Situation nun entschieden ist. Der Flughafen Schönefeld ist der Flughafen, der ausgewählt worden ist. Und deswegen muss man mit dieser Situation leben. Eckart Bock ist Sprecher des BBI 21, der eigentlich umbenannt werden sollte, denn eigentlich müssten wir ihn ja mittlerweile BR 21 nennen. Bürger sagen schon Problem-BR 21. Na, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Auch Christine Dorn gehört zu den Aktivisten der ersten Stunde. Sie wendet sich an Herrn Mück. Jetzt müssten Sie doch eigentlich Zeit haben, um das Ganze nochmal in Ruhe zu überarbeiten und dort mit 360.000 Flugbewegungen zu rechnen. Also ich wünsche mir möglichst bald Karten, die das Problem in seiner ganzen Auswirkung darstellen. Wir gehen davon aus, dass Flugrouten veränderbar sind, insbesondere hinsichtlich eines Fluglärmmonitorings oder eines Ergebnisses eines Fluglärmmonitorings. Deswegen untersuchen wir zunächst nur Fluglärmbelastungen, die derzeit auftreten. Natürlich ist uns klar, dass mit steigendem Verkehrsaufkommen auch die Fluglärmbelastung größer wird. Man könnte auch mit einem hohen Szenario rechnen, ob sich dadurch eine andere Rangreihung ergibt, sei dahingestellt. Und wir haben alle Gebiete untersucht, weil gesagt wurde, wir haben was ausgelassen. Nein, wir haben nichts ausgelassen. Matthias Platzek hat BBI 21 mitgegründet. Leider sind heute weder Flughafen noch Regierungsvertreter erschienen. Anscheinend interessieren sich für Gesundheitsschutz, Flugrouten und Nachtflugverbot außer den Betroffenen nur noch das Umweltamt. Es gibt eine ganze Reihe von internationalen Untersuchungen, die zeigen, dass Fluglärm krank macht, insbesondere auch in der Nacht. Beispielsweise treten dort Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf oder Depressionen. Und um diese zu verhindern, ist das Umweltbundesamt die Initiative ergriffen, hat gesagt, wir wollen von 22 bis 6 Uhr ein Nachtflugverbot haben. Was könnten Flughafen und Airlines noch tun, um zur Lärmminderung besser beizutragen? Aus unserer Sicht gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, ein Maßnahmenbündel. Dies können Maßnahmen an der Quelle sein, sprich leisere Flugzeuge. Es können aber auch Maßnahmen sein, die insbesondere der Flughafen selbst umsetzen kann, wie beispielsweise die Landeentgelte. Dort sollte eine bessere Differenzierung erfolgen zwischen den Krachmachern und den Flugzeugen, die leise sind. Die Krachmacher sollten teurer bepreist werden. Das heißt, es sollte unattraktiv sein, als lautes Flugzeug in den Flughafen Schönefeld anzufliegen und damit einen Beitrag zur Lärmminderung sozusagen zu liefern. Professor Geske äußert massive Kritik am erreichten Realisierungsstand des Lärmschutzes. Der Geschäftsführer der FBB hatte gerade erklärt, dass 6.000 Häuser nicht zu schützen sind. Sie kennen das sicherlich. Und zwar, das hat er jetzt gerade 3 Monate vor der Inbetriebnahme gesagt. Er hat aber auch schon 2002 ein Gutachten anfertigen lassen. Das war vor der Planfeststellung wohlgemerkt. Und in dem Gutachten steht drin, es bestehen keine technischen Hindernisse für den Schallschutz der Häuser rund um den Flughafen. Die schwerwiegenden Mängel, die hier existieren, 2% Realisierungsstand zurzeit, erfordert, dass unbedingt etwas zu machen ist. Was wir brauchen, ist ein unabhängiges Projektmanagement, ein vom Flughafen unabhängiges Projektmanagement. Wir müssen natürlich auch Konsequenzen für die Verantwortlichen auf allen Ebenen einfordern. Und das Wichtigste ist Lärmschutz vor Inbetriebnahme, wann auch immer die Inbetriebnahme ist. Ein weiteres Thema ist die zu erwartende Feinstaubbelastung. Es besteht die Forderung, einen Vorher-Nachher-Vergleich zu ermöglichen, denn wenn die Flugzeuge fliegen, wird vielen Leuten, nicht nur vielen Leuten, eigentlich uns allen, eine Möglichkeit genommen. Wenn Sie Asthma bekommen oder Sie irgendein gesundheitliches Problem, dann werden Sie keine Möglichkeit haben, den Flughafen zu verklagen. Weil der Flughafen sich bis heute geweigert hat, ein Nullmonitoring durchzuführen. So liefert BBI 21 immer wieder Denkanstöße, die eigentlich nur noch umgesetzt werden müssten.